Hallo und willkommen auf meinem Kanal und zu einem neuen Video. Ja, wie ihr seht, es geht um die allzeit beliebte Sardine nicht. Also, die braucht keiner, die will keiner. Die ist eigentlich schon zu nichts zu gebrauchen. Hat selten einen Haken, kann man nicht zerlegen, außer sie hat einen Haken. Aber dafür kriegt man sie eigentlich zu selten und bringt kein XP und auch kein Geld. Warum tut man sich das an? Weil man das Trophäenzeichen haben möchte und dann nie wieder diesen Fisch beangeln möchte. So ist das. Ja, auf jeden Fall beißen sie richtig viel. Ja. Und 21 Gramm war meine höchste. Ich glaube, 24 ist Trophy. Ja. Wir gucken mal. Man sagt ja, das Glück liegt bei den Tüchtigen. Vielleicht wird es ja nochmal was. Da ist auf jeden Fall keine. Könnte eine Seelaube sein. Nee, auch nicht. Noch schlimmer. Also Bissfrequenz ist auf jeden Fall da. Tiefe, habt ihr gerade gesehen beim Einwerfen, 70 cm. Und wir angeln mit Doppelköder, Zugmückenlarve und Caster. Eine Tiefe von 70. Wir gucken jetzt mal, wo wir hier stehen. Da ist noch früh am Morgen. Was gerade erst hell. Beißen so bis 10, halb 11 abends. Wir stehen bei 135, 122 an diesem Baum hier. Und das ist quasi noch bei G4. Und Tiefe, wie gesagt, 70. Setup, nichts Besonderes. Kleinster Haken. Zugmücke und Caster. Und ja, ich werf so 35 bis 40%. Also, dass man hier quasi ja noch in den, ja, in der Grütze reinkommen. Also ein Stück dahinter ist schon scheiße. Ein Stück in die Grütze nach vorne ist auch okay, beißen sie auch gut. Scheint noch ein bisschen früh zu sein. Einfach mal ein bisschen kürzer. Direkt mal in die Grütze. Ja, so ein Fisch will man eigentlich nur abhaken und vergessen. Also, das ist eine Güste auf jeden Fall. Also, man könnte den Fisch ja irgendwie auch mal buffen. Ich sag mal, wenn er zumindest mal so ein bisschen mehr mit Haken beißen würde. Und ich sag mal, der Grat ist ja ziemlich schmal zwischen Haken überhaupt bekommen und Trophäenzeichen. Ja, also man könnte zum Beispiel jetzt den Fisch, ich sage jetzt einfach mal, den Haken früher geben. Und da, 16 waren okay. Und einfach, ja, reicht nicht. 4 bis 6 Silber pro Fisch. Aber da schon mal so ein netter Buff, dass man sich das überhaupt antut. Ist ja nicht gerade einfach, den als Trophäe zu bekommen. Im Gegenteil. Das ist richtig schwere Arbeit und Geduld. Wir machen jetzt noch ein paar Würfel. Dann gucken wir mal auf dem Fischmarkt, was der Fisch so Tolles bringt. Das eine Büste? Nee, ne? Ah, eine Plötze, okay. Eine Plötze. Oh, so was nimmt man da natürlich gerne mit. Also von der Bissfrequenz hier werdet ihr auf jeden Fall nicht enttäuscht.
Muss einfach nur mal echt das Quäntchen Glück haben. Und 24 Gramm bekommen. Leichter gesagt als getan, ne? Merkt man quasi schon, wenn man die ganze Zeit die Viecher beangelt, wie unten der Ausschlag ist, ob etwas Größeres ist. Was heißt größer, ne? Ihr wisst, was ich meine. Ob eine gute Sardine wird oder eben Standard. Ja, wir sehen uns gleich mal am Fischmarkt. Wir gucken mal rein, was es denn so bringt, wenn sie einen Haken haben. Also bis gleich. So, gucken wir einfach mal rein. 109 Silber. Okay, gut, die bringen zwar 6 Silber, aber naja. Könnte man vielleicht schon so ab 12 Gramm machen oder so. Oder ab 10. Ab 10 den Haken drauf geschissen. Naja. Okay, da sind ja noch 0,03. Ja, so ist das, meine Freunde. Damen und Herren, vielen Dank fürs Einschalten. Könnt den Spot ja mal probieren. Vielleicht hakt ihr ja dieses dämliche Vieh ab und müsst es nie wieder beangeln. In diesem Sinne, wir hören uns. Macht's gut und tschüss.